meine Lieben, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Wie ihr in der Überschrift wahrscheinlich schon gelesen habt, geht es heute wieder um einen kleinen Haul. Und ich habe ein paar Produkte mitgenommen und wie ihr vielleicht unschwer erkennen könnt, fehlt auch meine Mascara noch. Und das hat den Grund, die möchte ich nämlich gerne mit euch gemeinsam auftragen. Und zwar ist es die Maybelline Lash Sensational Mascara. Die verwende ich jetzt seit ein paar Tagen sehr, sehr gerne. Und ich würde sagen, wir starten jetzt gleich mal und tragen die auf. Und die hat hier so ein leicht geschwungenes Bürstchen. Und ich fange mal mit dem Auge hier an. Und ich glaube, man kann schon erkennen, dass die hier sehr, sehr schöne und vor allen Dingen lange Wimpern macht. Das gleiche mache ich jetzt auf dem Auge und da mache ich noch gleich die zweite Schicht. Ja, und so sieht jetzt die Mascara aus und ich finde, sie macht richtig schöne, große Wimpern und mir gefällt es richtig, richtig gut. Also, ja, wer auf solche Wimpern steht, schaut euch die Mascara unbedingt mal an. Die ist richtig, richtig gut. Und ich habe hier ein bisschen gepatzt und da lasse ich einfach das Produkt ein bisschen antrocknen, gehe da mit einem Wattepad ganz leicht drüber und dann kann man sich den Patzer auch wieder wegnehmen. Ja, wie gesagt, ganz, ganz tolle Mascara und kann ich nur empfehlen. Ja, und ich habe mir bei Rossmann auch noch dieses Kartenspiel hier mitgenommen, dieses Pummel-Einhorn-Kartenspiel. Ich finde dieses Pummel-Einhorn ja unheimlich süß. Und das sind diese Karten, so schaut es hier von der Rückseite aus. Das ist im Endeffekt ein ganz normales Kartenspiel, nur dass halt hier so ein paar Designs halt richtig, richtig süß sind. Und ja, gefällt mir richtig, richtig gut und kostet auch nicht viel und so ein Kartenspiel geht ja immer. Ja, das gefällt mir auf jeden Fall mega gut. Ja, viele schwärmen ja von diesem Make-up hier, von dem Essence Fresh and Fit Awake Make-up Healthy Glow with Vitamin Complex and Cranberry Water. Ich habe mir die 10 Fresh Ivory gekauft und muss leider sagen, dass mir das zu dunkel ist. Also, ich hätte es nicht gedacht, aber es ist halt schon sehr dunkel. Also das ist jetzt hier die Foundation. Sie ist auch echt schön cremig, lässt sich gut verteilen, ist super angenehm auf der Haut, aber sie ist halt einfach viel zu dunkel. Also ich habe sie leider nicht geswatcht. Man dachte, ja, das wird schon gehen, aber die ist mir einfach viel, viel zu dunkel. Also was heißt viel, viel? Also jetzt so ein bisschen im Sommer, dann geht schon, aber sie ist halt wirklich einfach dunkel und das ist schade. Ja, weil ich nicht genug Foundation habe und weil ich mich momentan durchteste, habe ich mir noch eine Foundation mitgenommen und zwar hier die Love Foundation, die Extraordinary Perfection Fluid Foundation On The Go System Longwear. Die kommt hier einmal mit so einem Spiegel. Hat hier so einen Powder Puff dabei, oder Puff. Ihr habt hier im Endeffekt einmal die so eine Öffnung und dann drückt ihr hier drauf und dann kommt die Foundation raus. Und dann könnt ihr die euch einfach mit dem Schwamm im Endeffekt auf die Haut auftragen. Ich tupfe die etwas mal auf. Und das ist auch die Farbe 010 Ivory Elegance. Also auch die hellste Farbe und seht ihr das, auch die ist sehr dunkel. Also die, man kann sie schon einblenden, das geht auch dann, aber sie ist trotzdem sehr dunkel. Und momentan einfach auf meiner kreidebleichen Haut nicht zu gebrauchen, was ich sehr, sehr schade finde. Ja, als nächstes war ich dann bei Müller und wollte mir eigentlich eine BB-Cream kaufen, die mir empfohlen worden ist auf Instagram. Und ja, ich habe mich aber dann gegen die BB-Cream entschieden und habe mir von Maybelline
Habe mir von Maybelline die Fit Me mitgenommen. Luminous and Smooth, strahlend und ebenmäßig, normal to dry für die normale bis trockene Haut. Die sieht so aus. Und das ist die Farbe 110 und die passt echt gut. Die trage ich auch heute. Und ja, ich weiß gar nicht, ich habe die früher schon mal gehabt. Also es war mit einer meiner ersten Foundations, glaube ich, die ich gehabt habe oder in einer anderen Formulierung. Und die habe ich früher geliebt. Und ja, jetzt habe ich mir die mal wieder mitgenommen und ich muss echt sagen, für meine trockene Haut ist die echt perfekt. Also sie legt sich nicht auf trockene Stellen ab, sie macht ein schönes Hautbild, sie schaut richtig gut aus, gefällt mir mega gut und ja, für alle Mädels mit trockener Haut und heller Haut, schaut euch die mal an, die ist wirklich super und kann ich sehr, sehr, sehr weiterempfehlen. Bei Rossmann habe ich mir auch mal von Revlon einen Concealer mitgenommen, der gefällt mir auch echt gut, den trage ich auch heute hier unter dem Auge und zwar in der Farbe 01 Fair. Und das ist so ein Applikator, auch schön hell und ist auch schön leicht, lässt sich schön verteilen, deckt gut ab, auch nicht zu deckend, was ich halt für einen Alltagslook ganz gut finde. Und ja, setzt sich auch nicht in die trockenen Fältchen rein, was mir halt auch extrem wichtig ist, weil ich hier unter dem Auge einfach so kleine Fältchen habe. Und die möchte ich natürlich nicht betonen. Und da war ich jetzt lange Zeit auf der Suche nach einem Concealer. Und ja, der gefällt mir ganz, ganz gut. Bei Müller habe ich mir dann auch mal wieder meinen Augen-Make-up-Entferner von Garnier mitgenommen. Den Clean and Fresh Augen-Make-up-Entferner-Lotion entfernt selbst wasserfestes Make-up, auch für die sensiblen Augen. Und wirklich, den kann ich euch absolut ans Herz legen. Das ist einer meiner absoluten Favorites, weil er wirklich sensibel zu den Augen ist und auch wirklich Mascara und auch wasserfeste Mascara gut runternimmt, ohne dabei zu brennen, zu lange zu brauchen und einfach ganz, ganz tolles Produkt. Und ihr seht es auch schon, ich habe den auch schon verwendet. Und ja, ich liebe ihn einfach und ja, ich habe mich jetzt auch mal ein bisschen durchgetestet durch andere Augen-Make-up-Entferner, aber das hier ist wirklich einer meiner absoluten Lieblinge. Wie gesagt, der reizt nicht, der trocknet die Haut nicht aus und finde ich einfach nur mega gut. Von Manhattan habe ich mir hier dieses Hashtag Insta Prime and Set mitgenommen. Das ist der hier und jetzt weiß ich noch nicht, wann das. Weiß jetzt nicht, ob ihr das auf der Kamera seht, aber der hat einen extrem feinen Nebel. Riecht ganz angenehm, also hat einen schönen Duft auch. Der verfliegt aber auch schnell, was ich auch gut finde. Und ja, macht das Make-up wirklich länger haltbar. Macht ein schönes Finish nochmal, nimmt das Puder-Finish gut weg. Was halt wirklich so ein Primer oder so ein Setting-Spray machen soll. Und er hat wirklich einen sehr, sehr feinen Nebel, was sehr, sehr gut ist. Allerdings muss man halt wirklich gucken, dass man auch nah genug am Gesicht dran ist, weil sonst geht das Produkt irgendwo hin, aber nicht ins Gesicht. Und ja, finde ich auch sehr, sehr gut bis jetzt. Ja, bei DM hatten sie einen Aufsteller mit den neuen Nivea Deos und habe mir gedacht, okay, die probierst du jetzt mal aus. Muss aber sagen, ich bin echt enttäuscht von den Dingern, weil ihr sprüht euch die Aufstehachseln auf. Und habe halt das aufgesprüht, eintrocknen lassen und in der Zwischenzeit habe ich halt meine Haare geföhnt und auf einmal sehe ich so, wie so weiße Sachen sich am Boden gesammelt haben, ne? Da habe ich gedacht, so, was ist denn das? Ja, es kam aus meinen Achseln, das ist wirklich weiß und es bröselt auch wirklich runter und ja, also mag ich überhaupt nicht sowas. Ich werde sie aufbrauchen, aber nachkaufen definitiv nicht. Diese Nagelfeile musste mit, denn sie ist einfach zuckersüß. Tolles Design, also gefällt mir einfach mega gut und deswegen musste die mit. Ja, die Sommerzeit fängt jetzt dann auch so langsam an und ich möchte auch dieses Jahr echt mal ein bisschen braun werden und probiere mich da jetzt deswegen ein bisschen durch und habe hier einmal von Garnier die Ambre Solaire schützende Sonnenöl mit Lichtschutzfaktor 20 mitgenommen. Das ist halt jetzt einfach nur dafür da, für ein kurzes Sonnenbad, für einen kurzen Spaziergang. Ist natürlich nichts, wo man wirklich einen ganzen Tag mit draußen rumlaufen sollte. Ist wasserfest, was ich auch ganz gut finde. Und ja, mal schauen, wie es funktioniert, ob ich braun werde oder ob es mir hilft, brauner zu werden oder beziehungsweise schneller brauner zu werden. Weil bei mir dauert es ja wirklich sehr, sehr lange, bis mal irgendwie Farbe rankommt.
Und deswegen möchte ich das gerne ausprobieren und bin schon sehr gespannt drauf. Und wenn ihr das Produkt schon kennt, weil es gibt es glaube ich schon ein bisschen länger, schreibt mir mal unten in die Kommentare, wie ihr das findet und ob das bei euch geholfen hat oder nicht. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr da unten mal Feedback zu dalassen würdet. Ja, um auch mein Gesicht endlich mal ein bisschen braun zu bekommen, ein bisschen Farbe ranzukriegen, ohne stundenlang in der Sonne zu liegen, habe ich mir etwas mitgenommen. Und wahrscheinlich wisst ihr schon, was ich meine. Und zwar dieses Produkt hier. Das ist momentan ganz, ganz oft auf Instagram zu sehen und viele schwärmen ja auch davon, dass es super gut funktioniert. Und es soll ja ein Tube zu dem Clarins, glaube ich, heißt es, sein, was hier irgendwie um die 40 Euro oder so kostet. Und das hier liegt bei 4,95 Euro. Und ja, das ist ein Selbstbräunerkonzentrat für Gesicht und Dekolleté zum Mischen mit der gewohnten Gesichtspflege, Feuchtigkeit spendend, ohne Lichtschutzfaktor, ist klar. Genau, zum Mischen mit einer Gesichts- oder Körperpflege für einen strahlend schönen Teint und individuelle Bräune. Die Bräune kann nach Wunsch intensiviert werden. Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt. Und so sieht das Ganze aus. Das ist im Endeffekt, einmal hat man hier so einen Pumper und kann sich hier praktisch mit dieser Pipette die Tropfen dosieren. Es ist etwas zähflüssig, also ist jetzt nicht flüssig wie Wasser, was ich ganz gut finde. Und ja, das habe ich mir heute Morgen das erste Mal aufgetragen. Ich habe jetzt, also empfohlen werden 3 bis 5 Tropfen. Ich habe jetzt einfach mal 3 Tropfen genommen. Man sieht jetzt aktuell noch nichts. Ich werde es jetzt einfach die nächsten Tage mal testen und hoffe natürlich, dass ich ein bisschen Farbe in mein Gesicht bekomme. Ich werde aber auch erstmal bei den 3 Tropfen bleiben, weil ich habe Angst, dass es dann auf einmal zu viel ist. Und das möchte ich natürlich auch nicht. Und ja, bin auf jeden Fall mal sehr gespannt, wie und ob es funktioniert. Und ja, hoffe, dass es funktioniert und dass ich dann meine anderen Foundations auch tragen kann. Ja, und ich habe auch noch bei Parfum Dreams bestellt. Und ich fange jetzt erstmal mit den Goodies an, die in meinem Paket drin waren. Da hatte ich jetzt einmal das hier drin, das werde ich an meinen Freund weitergeben. Das ist von Dior, das Sauvage. Und das riecht so gut, Leute. Und ich werde es ihm dieses Jahr, glaube ich, zum Geburtstag schenken, was einfach ein ganz, ganz toller Duft ist. Und das kauft man sich nicht mal eben selber, aber es ist einfach so ein mega guter Duft. Und bis jetzt sind wir eigentlich ganz gut immer mit diesen Proben durchgekommen, aber ewig wird es die wahrscheinlich auch nicht mehr geben deswegen. Und ich glaube, da freut er sich drüber, da hat er was davon. Und ja, ganz, ganz toller Duft. Kann ich euch empfehlen, schnuppert mal dran. Und ja, mag ich sehr, sehr gerne. Dann war noch ein Goodie drin und das finde ich mega süß. Und zwar ist es vom Microcell 2000, hier so eine kleine Probegröße. Likur mache ich ja auch momentan und ich kann euch sagen, ich finde es gut, es macht meine Nägel wirklich härter, sie sind widerstandsfähiger, sie splittern nicht mehr so schnell ab, sie brechen nicht mehr so schnell ab und ja, ich werde es auf jeden Fall noch weiterführen und ja, die kleine Probegröße wird vielleicht einfach mal in eine Verlosungsbox wandern. Von Plantur 21 habe ich mir hier mal dieses Nutri Koffein Elixier Kopfhaut Tonikum bei magerem Wachstum mitbestellt. Ja, ich möchte einfach mal wieder ein bisschen, oder was heißt mal wieder, die Haarwurzeln anregen zum Wachsen, weil ich habe ja leider etwas schuppige, trockene Kopfhaut, die sehr, sehr empfindlich ist und ich wollte einfach mal gucken, ob ich damit so das Ganze ein bisschen aufbauen kann, dass halt die Haare auch wieder ein bisschen mehr nachwachsen, weil sie momentan sehr, sehr dünn sind. Und ich habe mir auch noch von Kérastase jetzt mal so ein Produkt bestellt. Und zwar ist das ein Schuppenshampoo für ölige und trockene Schuppen. So sieht das Ganze aus. Ist natürlich auch nicht gerade günstig, aber man braucht auch wirklich nicht viel. Also da reicht wirklich so eine kleine Erdnussmenge, vielleicht Haselnussmenge. Und dann könnt ihr damit euren ganzen Kopf einschäumen und es ist sehr, sehr ergiebig. Deswegen lohnt sich der Preis, finde ich, schon für so hochwertige Produkte. Und ja, bis jetzt kann ich noch nichts sagen, außer dass die Kopfhaut nicht gereizt wird. Also sie juckt nach dem Duschen nicht und nach der Pflege. Und ja, aber ich werde es auf jeden Fall weiter testen. Ich habe es erst 2-mal aufgetragen und ja,
Ihr werdet in der Review auf jeden Fall in einem aufgebraucht gesehen. Und weil ich noch nicht genug Foundations habe, habe ich mir auch von Bare Minerals die Original Foundation, also diese Puder Foundation, bestellt. Die habe ich jetzt auch schon 2-3 Mal aufgetragen. Ich glaube, ich muss mir auch diesen originalen Pinsel dazu bestellen, weil die ich jetzt habe, nicht optimal dafür sind. Was aber cool ist bei diesem Puder, was ich auch sehr, sehr gerne bei anderen Puderprodukten hätte, ist, ihr habt hier im Endeffekt so einen Verschluss. Ihr dreht es auf. Also ihr könnt es zudrehen und dann kommt nichts raus. Und ihr könnt es halt aufdrehen, dann könnt ihr Produkt rausschütten. Das wird dann einfach hier in den Deckel reingeschüttet und wird dann praktisch mit einem Pinsel wird drin rumgerührt, abgeklopft und dann aufs Gesicht aufgetragen. Was ich dazu sagen kann, es ist eine sehr, sehr leichte Deckkraft, also mit dem Pinsel, was ich da habe. Sie legt sich schön auf die Haut, also sie macht wirklich eine schöne ebenmäßige Haut. Und ja, also ich finde sie bis jetzt ganz gut, aber ich möchte gerne noch diesen originalen Pinsel bestellen und damit nochmal ausprobieren, weil ich glaube, dass ich damit noch eine schönere Deckkraft hinbekomme, als mit den Pinseln, die ich jetzt da habe. Und ich habe mir die jetzt bestellt in der Farbe Fair 01. Sieht das aus? Ich kann euch die auch mal swatchen. Also ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, ich weiß noch nicht, was runterbröselt jetzt. Das ist halt wirklich so wie so ein Puder und ihr gebt es dann einfach mal hier drüber und dann, ja, ist ja wirklich sehr, sehr helles Puder. Habt ihr halt wirklich so eine schöne Foundation, die sich ja wirklich schön verteilen lässt und einfach ein ebenmäßiges Hautbild macht. Gefällt mir echt mega gut und ja, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Sie ist allerdings nicht ganz günstig, aber ich, wie gesagt, ich möchte sie gerne noch mit dem Pinsel testen und finde sie bis jetzt eigentlich ganz gut. Und ich habe mir von Bare Minerals noch etwas bestellt und zwar den Complete Coverage Serum Concealer. Das ist dieser hier in der Farbe Fair, also in der gleichen Farbe wie die Foundation. Allerdings finde ich die Farbe ein bisschen gelbstichtig, dunkel, kann man das so sagen. Also das ist ein Applikator, der auf beiden Seiten flach ist. Ich gebe den jetzt hier mal auf. Also sie ist schon hell, aber sie dunkelt ein bisschen nach. Also der Concealer dunkelt halt wirklich so ein bisschen nach und wird dabei so ein bisschen gelblich, was mir halt nicht ganz so gut gefällt, aber ist halt auch sehr, sehr ergiebig. Und so von der Formulierung her sehr, sehr gut. Rutscht auch nicht in die Fältchen rein, was ich auch natürlich sehr, sehr gut finde. Von der Farbe her passt es allerdings momentan, wie gesagt, noch nicht. Ich möchte es natürlich nochmal ausprobieren, wenn mein Gesicht etwas gebräunter ist und hoffe, dass dann die Farbe noch ein bisschen besser passt. Und dann kommen wir auch schon zu den zwei letzten Produkten. Und zwar einmal ganz einfach ein Pinsel. Den habe ich übrigens jetzt zweimal. Einmal habe ich mir den bei Parfum Dreams bestellt. Und einmal habe ich den hier auch schon bei Rossmann letztens, oder nee, bei DM letztens gefunden. Habe mir den da auch nochmal mitgenommen. Und zwar ist das dieser Pinsel hier. Das ist ein Smudging. Ein Smudging Brush. So. Ist ein sehr, sehr feiner Pinsel und mit dem kann man halt super unter die Augen gehen. Und genau so etwas habe ich gesucht und jetzt endlich gefunden und habe ich mir gleich zwei besorgt und ich finde die klasse. Also die ganzen Pinsel aus dieser Linie, sei es der Foundation Brush oder der Bronzer Brush, also ich finde die richtig, richtig gut. Und also da hat Essence wirklich ganz, ganz tolle Produkte auf den Markt gebracht und ja. Ich werde mir da, glaube ich, auf jeden Fall noch ein paar Backups sichern. Sie sind ja aktuell im Standardsortiment, aber wer weiß, wann sie es wieder ändern. Aber momentan liebe ich diese Pinsel. Bei C&A habe ich mir bei diesem Six-Aufsteller noch Ohrringe mitgenommen. Und das sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Paar für 9,95 €. Und ich trage auch heute eins. Diese, weiß nicht, wie sich das nennt, dieses Symbol. Gefällt mir richtig, richtig gut auf jeden Fall. Man hat hier so verschiedenste dabei. Man hat ein bisschen was Glitzeriges dabei. Die Monde habe ich auch schon getragen. Oder diese Stecker einfach, finde ich auch für den Alltag ganz gut.
machen halt einfach ein bisschen was her, finde ich. Auch die Federn gefallen mir richtig gut. Und ja, deswegen durften die mit. Ja, meine Lieben, das war es dann auch schon mit meinem Haul. Ich hoffe, euch hat mein Video für euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr kein weiteres Video mehr verpassen wollt, dann klickt doch hier unten auf den Abonnier-Button. Ich glaube, hier ist er. Ich hoffe, da. Wenn nicht, dann ist er da. Schaut auf jeden Fall gerne vorbei. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss!